So, ihr Lieben, hallo, wir gehen einkaufen. Ich wollte jetzt eigentlich noch beim Bäcker schauen, oder ich wollte mir eigentlich beim Bäcker was holen, und die hatten so Schweinsohren mit irgendeiner Creme innen drin, und ich habe den gefragt, was das für eine Creme ist, ob das Sahne ist oder ob das eine Creme ist, und dann hat er in seiner Kasse geschaut und hat aber keine Informationen gefunden. Dann hat er in einem Ordner geschaut, hat auch nichts gefunden. Dann meinte er so, ja, er hat da jetzt zwar keine Informationen drüber, aber, und jetzt kommt's. Dann hat er mit der Hand, das waren so zwei Schweineohren so zusammengelegt und in der Mitte halt diese Füllung oder Creme, hat es mit der Hand rausgenommen und hat sich das an die Nase gehalten, aber so richtig nah an seine Nase, und hat da gerochen, was das jetzt für eine Creme ist. Und er meinte, er denkt, das ist Sahne mit Vanille. Und ich so, okay, danke, und bin gegangen. Also ich fand es so unhygienisch, dass, also, das ist, also der kann doch das nicht direkt an seine Nase halten, das schon halb in seine Nase einsaugen. Also nee, danke, das möchte ich nicht essen, das möchte ich nicht kaufen. Also es ist, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Hättet ihr das dann noch gekauft? Oder hättet ihr auch gesagt, nein, danke. Also näher hätte es gar nicht an seine Nase halten können, und überhaupt, also man, nee, also es geht nicht, wenn man, nee, das war jetzt echt. Und dann haben sie jetzt teilweise immer diese Handschuhe an, aber dann denke ich mir, so ein Handschuh bringt auch nichts, wenn man den die ganze Zeit anhat und wenn man sich damit im Gesicht kratzt und trotzdem das Geld anlangt mit dem Handschuh und dann wieder das Essen anlangt. Also, wenn, dann muss man schon den Handschuh frisch anziehen, und es muss ein frischer Handschuh sein und nicht ein Handschuh, den man die ganze Zeit anhat und trotzdem alles anlangt, dann ist ja trotzdem alles an dem Handschuh. Also manchmal denke ich so, die Leute sind auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so, und es macht irgendwie keinen Sinn. Weil es ist irgendwie so. Naja. Lassen wir es für sich so stehen. Da steht ein Erik und wartet, Schatzi. Du kannst doch die Tür aufmachen. Die ist angelehnt mit einem Spalt. Na komm rein, Schatz. Wo ist denn das Meckerl? Hm? Na komm. Super, super, Schatzel. Jetzt warten wir noch auf Maggie. Ah, die kommt jetzt auch gleich. Sie ist im Busch, ich höre sie schon. Sie ist im Anmarsch. Ja, da kommt die Maggie. Hallo, oh, du hast gebuddelt. Wo warst du denn? Du hast gebuddelt und bringst... Was bringst du denn alles mit? Oh, Maggie, du bringst ja den ganzen Garten mit. Die Blätter hat sie mitgebracht, die Stängel. Hängt immer noch was in den... Oh, du, Maggie hat gebuddelt. Ganz schwarz ist sie. Ganz schwarz. Ja, erstmal sauber machen, Mausel, gell? Ja, da fliegen die Erd. Da hängt auch noch was. Hm, Mausi. Ganz dreckige Pfötchen. Hast du, wo warst du denn buddeln? Weißt du, bei der Arbeit. Und ein Hallo an unsere Abonnenten von Maggie. Erik, diese Aufregung. Diese Aufregung. Hm, wo bist du jetzt gelandet? Wo ist der Erik jetzt gelandet? Vorsicht, du riechst auch so nach Erde. Ihr riecht alle nach Erde. Hm? Maggie, du riechst sehr erdig. Wollen wir die Tür öffnen, Erik? Oder möchtest du die Tür öffnen? Ja, möchte Erik die Tür öffnen? Ja, mit seinen geheimen Kräften? Ja, Erik? Ja, schau mal, die Tür öffnet sich. Ui, die Tür öffnet sich. Ui.
das ist toll. Ja, das ist toll. Hm? It's like the world turned its back on us. And now we can't tell if it's heaven or hell. It's like knowing all the answers. Oh, you're sorry, but you never can tell. All the lovers we were diving for to deep, different colors that we had to put to sleep. All the lovers hope that we could break the spell. All the lovers we went down the wishing well. Einmal pflücken für die Babys. It's like the world turned its back on us. And now we can't tell if it's heaven or hell. It's like knowing all the answers. Oh, you're sorry, but you never can tell. All the lovers we were diving for to deep, different colors that we had to put to sleep. So schön, wie bunt die Bäume sind. Was sind das für Viecher? Kennt ihr diese fliegenden Zecken? Hier gibt es irgendwie Neues. Seht ihr das? Da hüpfen sie über die Wiese. Oder sind das Rehe? Das wären große Hasen, aber kleine Rehe. Naja. Weiß ich jetzt auch nicht, was das war. So, jetzt habe ich langsam Hunger. Ich habe heute irgendwie das Mittagessen ausfallen lassen. Ja, mache ich in letzter Zeit irgendwie öfter oder keine Ahnung. Ich vergesse einfach irgendwie die Mahlzeiten. Ja, also keine Ahnung. Auf jeden Fall ist irgendwas gehüpft. Oh, diese Fliegeviecher. Na, jetzt bin ich hier bei der Wiese. Es ist nicht mehr so viel Löwenzahn. Da wächst auch viel Gestrüpp. Und da ist zum Beispiel ein schönes Löwenzahnblatt. Also es sind so ein paar Blätter vereinzelt, die noch schön sind, aber man muss schauen, weil es ist nicht jedes Blatt schön. Aber so ein bisschen dazwischen geht schon. Aber man sogar breitwegerig noch. Ja, da ist auch noch ein bisschen was. That we had to put to sleep. All the lovers hope that we could break the spell. All the lovers we went down the wishing well. Ja, ich mag total gerne Grünblumen. Wie seine Füße auf dem Teller abstellt. Und Maggie? Ich mag das frisch gepflückte. Ein Spitzwegerichblatt. Kein Füßchen. Merig, ist das lecker, der Grünkohl. Ja, und einmal Hallo von Maggie an mich. So, ihre Raketendüsen sind wieder sauber. Ach, Megal. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.